Ein Auto fährt mit der Geschwindigkeit von 36 km pro Stunde und beschleunigt gleichmäßig mit 0,5 Meter pro Quadratsekunde. Nach welcher Zeit hat sich die Geschwindigkeit verdoppelt und welche Strecke hat das Fahrzeug in dieser Zeit zurückgelegt? Wir stellen diese GGBB so dar. Angegeben sind die Anfangsgeschwindigkeit V0, sie beträgt 36 km pro Stunde, das heißt 36.000 Meter pro 3.600 Sekunden, also 10 Meter pro Sekunde. Angegeben wird auch die Beschleunigung A, sie beträgt 0,5 Meter pro Quadratsekunde. Und angegeben wird auch die Endgeschwindigkeit V, denn sie ist genau das Doppelte von der Anfangsgeschwindigkeit V0, also so. Gefragt werden die Zeit T, die wir in Sekunden ausdrücken, sowie die Distanz x, die wir in Meter ausdrücken. Und um t und x zu finden, nutzen wir diese zwei Formeln einer GGBB. Beginnen wir mit der Zeit t. Die werden wir durch diese erste Formel herausfinden. V gleich V0 plus a mal t, das ergibt 2 mal V0 gleich V0 plus a mal t, denn die Geschwindigkeit V ist ja das Doppelte der Anfangsgeschwindigkeit V0. Jetzt setzen wir V0 links rüber, somit steht links 2V0 minus 1V0, also V0, und rechts steht noch a mal t. Aus dieser Gleichung schließen wir, dass t V0 geteilt durch a ist, und jetzt ersetzen wir V0 durch 10 und a durch 0,5. Und 10 geteilt durch ein halbes, das macht 20. Die gefragte Zeit t beträgt also 20 Sekunden. Jetzt suchen wir noch x und das durch diese zweite Formel einer GGBB. Diese zweite Formel führt sofort zu dieser Rechnung. Wir haben einfach x0 ersetzt durch 0, v0 ersetzt durch 10, die Zeit t da und da ersetzt durch 20 und die Beschleunigung a haben wir ersetzt durch 0,5. Diese Rechnung führt sofort zu 300 Meter. Also die gesuchte Streckenlänge x beträgt 300 Meter.